Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Fashion Try-On Haul für dich und zwar habe ich wieder ein paar Produkte von Chiquelle zugeschickt bekommen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen ein bisschen warm and cozy, durch das Chiquelle Sortiment zu stöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Mode kommt aus Schweden, ist aber immer super schnell per DHL Express bei einem. Also das dauert 2 Tage, nicht mal. Also es ist super, super schnell bei mir immer, bis die Produkte ankommen. Das Sortiment, das wechselt immer relativ zügig. Also schaut einfach mal, ob die Produkte noch da sind. Ich verlinke euch aber alles unten in der Infobox. Und ab heute für 5 Tage habe ich auch einen Gutscheincode. Den blende ich euch hier auch mal ein. Damit spart ihr nicht wenig auf das ganze Sortiment und Sammy schlawinert hier mal wieder um mich drum zu. Also ja, ich quatsch nicht länger. Los geht's. Hier haben wir das erste Kleid tatsächlich. Ich finde es wirklich schön, aber ich mag die Länge nicht. Also ich weiß nicht, wenn das kürzer wäre, würde das schicker aussehen. So lässt es mich sehr altbacken aussehen, hätte ich jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, ne? Der Stoff ist toll, das ist super wertig, super angenehm. Ich mag den Gürtel und ich mag dieses Ganze, ne? Ich mag diese Farbe auch richtig gerne. Aber was mich stört, ist einmal die Naht hier genau in der Mitte. Das macht mich echt nicht schick. Und die Länge, das passt leider nicht so ganz. Also das ist nicht so ultra meine Welt, um ehrlich zu sein. Ansonsten, wie gesagt, von der Farbe finde ich schön. Es fühlt sich super weich an, super angenehm. Und auch von den Achseln her, das ist alles super angenehm. Zum einen, ich glaube, eine Nummer zu groß und zum anderen einen halben Meter zu lang. Ja, also den Pulli, den habt ihr schon in manchen Hauls und Videos von mir gesehen. Den habe ich auch schon ein paar Mal getragen, weil ich den super toll finde. Der ist so richtig flauschig, ne? Oh mein Gott, das ist ein richtiger Flauschi-Pulli. Mag ich gerne. Und ich mag die Farbe, ich mag den Schnitt, ich mag die Länge. Das hier ist mir manchmal ein bisschen zu kurz, aber mit den entsprechenden Unterteilen funktioniert das. Und das hier ist einfach eine ganz normale Chill-Hose, ne? Die habe ich mir auch gerne ausgesucht, weil ich gerne solche Chill-Hosen für zu Hause habe. Oder als Schlafhose oder so. Und die hat hier unten halt nochmal so umgeschlagen, das Bündchen, ne? Der Bund ist da ein bisschen umgeschlagen. Mag ich gerne leihen. Also das ist eine ganz weiche, gute Qualität und die kann man so als Übergangsschlafanzugshose auch super verwenden. Also von daher, damit fühle ich mich wohl. Kommen wir von Chilli Milli zu supermäßig schick. Also das ist ein Kleid, was ich gesehen habe und mir gedacht habe, das muss ich haben. Das ist so, so schön. Diese Ärmel hier oben, dieses Puffige, sieht man so von der Front auch ganz gut. Sieht extrem fancy aus. Das mag ich richtig gerne. Und es ist so ein mega dicker, angenehmer Stoff. Ja, Fokus mit Schwarz ist immer so eine Sache. Aber es ist super, super schön. Überhaupt nicht gut geeignet für Hundebesitzer mit weißen Hunden. Ich habe ja Sammy, ne? Oh, ich finde das so schön. Da werden 5 Milliarden Hundehaare dran hängen bleiben. Aber ich finde es schön, weil das nicht so ein Kleid ist, was jetzt so ein mega figurbetont enger liegendes ist, weil das einfach super angenehm stretchy ist. Das kann ich mir tatsächlich auch auf der Arbeit vorstellen, auch wenn ich auf Arbeit bei weitem nicht so schick rumlaufe normalerweise. Aber manchmal habe ich so meine wilden Tage und dazu dann einfach eine blickdichte Strumpfhose oder eine Leggings drunter oder so. Dann schön hohe Stiefel und dann fühle ich mich einfach wohl und das finde ich echt cool. Also das ist so ein bequemes Kleid, was irgendwie nach viel mehr aussieht, als es eigentlich erfordert, um das mal so zu sagen, weil du musst jetzt nicht irgendwie eine Topfigur dafür haben, weil das schmeichelt. Es ist schwarz, es ist halt dieser dicke Stoff, der halt, ne, gerade an meinen Hüften viel schön macht. Ich habe da hier nämlich so eine Delle drin, wo mein, da gibt es auch irgendwie einen Namen für, ich habe keine Ahnung. Und ich habe halt einfach, ne, ich habe halt einfach meinen Körper, den ich gerne mag, aber das kaschiert halt alles weg und ich sehe perfekt darin aus und das finde ich total cool. Das sieht jetzt nicht so megamäßig ultra schick aus, aber es ist super bequem und ich würde so safe den ganzen Winter über zu Hause rumchillen. Der Pulli ist halt wirklich schön lang und schön fluffig. Die Arme sind halt auch richtig schön lang. Oh mein Gott. Die haben hier unten zwar ein Bündchen, damit das Ganze nicht allzu sehr verrutscht, aber ne, der Stoff ist minimal kratzig. Also der ist nicht so super weich und flauschig, wie das bei anderen Produkten von Chiquelle so der Fall ist. Aber diese Hose ist super angenehm. Ich habe ja meine lilane Chill
Hose oder auch Yoga-Hose oder Jogginghose, wie auch immer, die ich tatsächlich auch hier liegen habe. Die habe ich schon mal von Chiquelle zugeschickt bekommen. Ne? Die hatte ich nämlich heute den ganzen Tag an. Und weil ich die so geil finde, habe ich mir die so in ähnlich und auch mal in weiß ausgesucht. Wahrscheinlich ist die durchsichtig. Also ich habe einen schwarzen Schlüppi drunter. Ne? Ja. Aber es ist egal. Für zu Hause rumchillen ist die mega geil, weil die halt einfach Taschen hat, wo du so seitlich reingehen kannst und die Länge ist okay und ich fühle mich damit richtig wohl. Ich finde das alles echt chillimilli, ne? Das, ja, ne, ist halt, ja, machst du hier einen schicken Rock oder so zu, dann kannst du das ja auch noch schick tragen, ne? Ganz entspannt. Hier musste ich jetzt mal was drunter ziehen, weil ich habe leider vergessen, mir einen Top oder sowas mit zu bestellen. Um diesen Cardigan geht es. Der ist ein bisschen kurz, ne? Ist aber perfekt für, wenn du so am Übergang von Herbst und Winter bist, beziehungsweise von Sommer zu Herbst, wenn du so einfach zu Hause den Kamin an hast, aber du möchtest nicht im T-Shirt rumlaufen, ne? Dafür ist sowas richtig perfekt und ich mag die Farbe richtig gerne. Und das ist auch echt so ein Hauch von nichts, aber irgendwie doch da und es wärmt und das fühlt sich schön an und ich mag das. Das finde ich echt schön. Doch, gefällt mir. Voll gut. Könnte von den Armen her etwas länger sein, um ehrlich zu sein. Aber ansonsten ist es eine schöne Geschichte, ne? Mir würden jetzt hier noch ein paar Taschen auch gefallen, aber das trägst du eh meistens mit solchen Sachen, wo du dann Taschen drin hast. Mag ich. Gefällt mir. Ne? Ist ganz schick. Dieses Oberteil ist im Prinzip ein Test an mich selbst. Ich habe es unheimlich gerne, wenn ich bei anderen sehe, dass die Rollkragenpullover so tragen. Und dann habe ich mir gedacht, Claudia, du möchtest auch jemand sein, der gerne Rollkragenpullover trägt, weil das sieht voll gut aus. Also ich kann mir das im Herbst oder im Winter für mich eigentlich voll schön vorstellen. Aber ich habe immer dieses enge Gefühl, kennt ihr das? Und dann habe ich immer davor zurückgescheut. Aber dieser Pullover ist endgeil. Tun wir das mal zur Seite. Ist halt schön grau. Dann hast du hier diese Puffärmelchen. Hier oben ist es schön weit. Die Ärmel sind lang genug übrigens. Und hier unten werden die dann nochmal enger. Das ist super, super warm und angenehm vom Stoff her. Das gefällt mir so gut, dass ich den tragen will. Und deswegen ist es halt so ein kleiner Selbsttest. Ne? Sieht halt irgendwie so cool aus. Und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, den Bummel da mal ordentlich zu tragen würde oder halt irgendwie eine hübsche Frisur oder so. Ich glaube, das sieht echt gut aus. Also mir gefällt der eigentlich total gut. Ne? Man sieht hier meinen Bauchnabel. Hallo. Nicht gut, hier doch. Ja, das ist dann tatsächlich jetzt mein letztes Outfit, wobei ich hier tatsächlich eher einen Rock oder sowas zu anziehen würde, also nicht diese Hose dazu. Aber ja, es ist halt von der Qualität her eine richtig schöne Geschichte und ich würde einfach mal ganz stumpf behaupten, dass die Schweden definitiv Winter- und Herbstmode können. Ne, denn die haben es doch meistens kälter, als wir es haben. In diesem Sinne, das war mein Chiquelle-Haul. Und ja, Gutscheincode habe ich euch eingeblendet, blende ich euch aber nochmal ein. Denn ja, ab heute ist der 5 Tage gültig. Falls du da einfach was Schönes gefunden hast, vielleicht stöberst du auch mal einfach in der Infobox bei mir vorbei. Da habe ich dir die Produkte, soweit ich sie finden konnte, auch verlinkt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!